Man kennt diese Figur aus der Videospielewelt und mit langen, dürren Armen gesichtslos versucht sie Kinder zu jagen. Aber auch mit ihren Verbindungen haben sich dramatische Dinge ereignet in den USA 2014. Nun gibt es einen Horrorfilm, der sich mit ihr beschäftigt und seit gestern in den deutschen Kinos läuft. Und damit geht es hier jetzt um Slenderman. Slenderman geht 94 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und läuft seit gestern, dem 23. August 2018, in den deutschen Kinos und ist jetzt die Horrorfilm-Variante des bekannten Internetphänomens, dem Slenderman, auch aus der Videospielwelt bekannt. Und warum jetzt die Review erst einen Tag nach Kinostart kommt, liegt daran, dass der Streifen vorab der Presse nicht gezeigt wurde und soweit ich weiß sogar weltweit nicht gezeigt wurde, weil das zugrunde liegende Filmstudio und auch die Produktionsfirma gerade vor dem Zwischenfall, der sich 2014 ereignete, Angst hatte, diesen zu stark zu promoten, denn 2014 wollten zwei damals 12-jährige Mädchen in den Wäldern von Wisconsin tatsächlich eine ihrer besten Freundinnen dem Slenderman opfern und stachen sie mit 19 Messerstichen nieder. Aktuell ist der Fall, soweit ich weiß, immer noch vor Gericht, weswegen man kein so großes Bohai um diesen 10-Millionen-Dollar-Film an dieser Stelle machen wollte. Aber wollen wir ihn mal nur als Film sehen, anstatt ihn die ganze Zeit nur mit diesem Hintergrund wissen, aber grob der Einordnung, wie sich das Ganze eben anschaut und welche Ereignisse es in Übersee dazu gab, ich hier wiedergeben wollte, ist der Film selber und das ist ganz klar ziemliche Grütze. Ein Horrorfilm, der meist überhaupt nicht gruselig ist, dessen Musik viel zu übertönt daherkommt und spannungsgeladene, gruselige Momente transportieren soll, die nie funktionieren, Hauptfiguren, die kaum Charakter oder Kante haben, sodass einen als Zuschauer kaum interessiert, was mit ihnen wirklich passiert und Effekte, die in den meisten Momenten durch die Musik eher hochgespielt werden, dann okay sind und am besten noch die Kameraführung von diesem Film ist, weil die Dialoge und die Handlung unglaublich langweilig, vorhersehbar und in vielen Momenten auch ziemlich unlogisch sind. Soll bedeuten, wer Horrorfilme mag, der braucht Slenderman nicht gucken. Vielleicht ist er dann ein Film für diejenigen, die sagen, oh Gott, ich kann Horror gar nicht sehen und brauchen einen absoluten Einstiegshorrorfilm, wo sie sagen, okay, so ein wenig Grusel, ich versuch's vielleicht, wie so eine Achterbahn. Man kann Achterbahn mag, wo so ein Mini-Huckel drin ist, um mal zu gucken, wie man damit klarkommt, weil ansonsten ist der Film für Fans dieses Genres und für Filmeliebhaber einfach wirklich nichts. Aber darüber reden wir dann im Einzelnen noch bei den einzelnen unterschiedlichen Departments, so die gehen sie natürlich beim Fazit am Ende. Reden wir kurz über den Cast und da will ich gar keinen Einzelnen herausstellen, weil diese vier Mädels eben die Hayley, Chloe, Ren und Katie verkörpern. Da gibt es noch so ein bisschen familiäres Umfeld ringsherum. Alle so ziemlich gar keine Charakteristik zugrunde gelegt bekommen, wieder eine Background-Geschichte. Sie sind einfach sofort da mit diesem typischen coolen Highschool-Feeling und wollen an einem Abend auch so cool sein wie die Jungs und kommen dann auf den Slenderman. Und irgendwie wirkt schon sehr klar, dass diese Themen so schnell miteinander verknüpft werden, dass du dich gar nicht dafür interessierst, was die vier eigentlich für unterschiedliche Leben haben und du sagst, okay, eigentlich bin ich auf der Seite von ihr oder ich will, dass sie überlebt. Irgendwie ist dir alles völlig Wurst, weil sie von vornherein ein Ding nach dem anderen nicht nur unlogisch anpacken, sondern auch für Figuren, wo man denken müsste, hey, sie müssten doch zumindest dann wenigstens damit chargieren, wie sich andere Figuren in Horrorfilmen benehmen. Aber nein, tut man nicht, bleiben sie einfach sehr, sehr anstrengend, die ganze Zeit ihnen zuzugucken und zu erleben, wie sie sich eigentlich in ihr Unglück reinmanövrieren. Das ist dabei leider nur immer so vorhersehbar und auch so schleppend, bis der Slenderman dann wirklich mal in seiner Art und Weise auftaucht und dann kriegt es so ein Pacing, dass es schnell zu überzogen wird, dass es auch innerhalb des Horrorgenres sich recht anstrengend anschaut. Ich kann also, was den Cast angeht, leider gar nicht so viel über die eigentliche schauspielerische Leistung sagen, weil einfach das Drehbuch und die Idee auf Effekthascherei in erster Linie zu setzen, statt auf eine gute Geschichte. Und sind wir ehrlich, gute Horrorfilme, wer meinetwegen S mag, wer Conjuring mag, wer Hereditary dieses Jahr mochte oder viele Filme, die ein bisschen kleiner oder größer sind im Horrorgenre. Gute Horrorfilme sollten auch gute Geschichten haben. Die sollten dramatisch sein und Figuren, an denen wir irgendwie hängen, mit denen wir mitfühlen können und nicht nur auf Jumpscares setzen. Das ist zu ausgelutscht und deswegen funktioniert das einfach nicht, hier irgendwelche Schauspielerinnen reinzuknallen in eine Geschichte, bei der man sich hätte vielleicht Zeit nehmen sollen, vorneweg mal ein bisschen mehr Charakter anzulegen. Okay, kommen wir zum Technischen. Die Kameraarbeit ist für mich persönlich das Beste an Slenderman, weil sie mit dunklen Farben recht gut umgeht. Das Setting, was es dann im Wald abzufilmen geht, teilweise so ein bisschen schaurig ist, wo man sich wirklich sagt, okay, ja, kenne ich sowas wieder, wo ich mich grundsätzlich doch sehr unwohl fühlen würde, wenn ich dort langlaufen müsste. Natürlich kann man das auch erwarten nach den Trailern, dass dieser Look und dieser Stil beibehalten wird, aber handwerklich ist die noch in Ordnung und bleibt für mich am positivsten herauszuheben. Das Szenenbild ist so ein bisschen Vorstadt-Feeling, hier das Ganze angeordnet im Bundesstaat Massachusetts in den USA. Die Musik ist völlig drüber, das habe ich ja schon im Vorfeld erwähnt. Der ganze Film trägt sich gefühlt in allen Momenten, die gruselig sein sollen. Wenn man nur mal die Augen zumacht, immer über die Musik, die jeden schrecklichen Moment oder irgendeine Atmosphäre andeutet und immer weiter überspitzt oder manchmal auflöst mit wirklich so Sinn
sinnlosen Moment, wo einfach nur eine Figur in das Bild reinläuft und dann so, ach, du bist hier, und man diesen Witz-Gag so ein bisschen verwendet. Auch das ist dann so ein bisschen anstrengend, wenn man sich dann irgendwann selbst kannibalisiert. Die Musik ist wirklich in vielen Momenten einfach nur zu anstrengend und zeigt für mich persönlich, wie man das eigentlich nicht machen sollte, wenn du unbedingt ein handwerkliches filmisches Mittel nehmen willst und andere aufwiegen möchtest, die du nicht hinkriegst zu erzählen, weil die Schreibe und alles im Hintergrund einfach nicht funktioniert, dann muss oft die Musik drunter leiden. Fällt immer wieder auf, dass Musik das Publikum manipulieren soll, weil sie doch recht zugänglich ist und unser Gehirn sehr stark auf die Audioreize reagiert. Hier ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Kostüm und Make-up ist normal, locker gehalten. Nichts, was ich jetzt besonders hervorheben würde an dieser Stelle. Effekte, ich mag den Look vom Slenderman tendenziell schon. Es ist so, wie man ihn kennt, wie man ihn aber auch in den Trailern schon soweit sehen konnte. Ist jetzt wenig überraschend, sind für mich soweit okay bei diesem 10 Millionen Dollar budgetierten und damit Low-Budget-Horrorfilm, bei dem ja auch ständig ein Thema war, ob er nicht gleich direkt auf Netflix veröffentlicht wird oder doch noch auf die große Leinwand kommt, was im Vorfeld immer schon Anzeichen sind, dass man hier produktionsseitig nicht mit der Qualität zufrieden ist. Will ich am Ende sagen, wenn man mich fragt, was finde ich gut an dem Film? Ich finde die Kameraarbeit, die ist in Ordnung, und es gibt zwei gute optische Momente hinten raus, die aber sehr, sehr spät im Film kommen, wo er eigentlich schon alles verspielt hat. Was finde ich nicht gut? Das sind wirklich alle wichtigen Kerndinge. Ich finde die Geschichte vorhersehbar und langweilig, ich finde die Dialoge belanglos geschrieben teilweise. Es gibt kaum eine Bindung zu den Hauptfiguren. Nur 94 Minuten, die sich so anfühlen, als hätte man 3 Stunden im Kinosaal gesessen, ist natürlich schon hart und probt das Publikum absolut in seiner Ausdauer und seinem Durchhaltevermögen, Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Der Film ist nie gruselig, finde ich persönlich, für einen Horrorfilm natürlich absolut fatal. Weder auf einer physischen noch auf einer psychischen Ebene. Die Figuren sind einem oft einfach völlig egal, und das ist ein riesen Kernproblem, und neben ihren harten Logiklöchern gibt es dann echt Momente, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, ernsthaft jetzt? Natürlich will ich nicht spoilern an der Stelle, deswegen ich die jetzt nicht rausstelle, aber glaubt mir, davon gibt es mehr als nur eine. Und am Ende muss ich sagen, so richtig empfehle ich keinem diesen Horrorfilm, außer eben vielleicht dieser schmalen Zielgruppe, die ich kurz erwähnt habe, die sagen, die brauchen absoluten Anfänger-Einstiegsfilm, um das Horrorgenre sich irgendwie anzufreunden. Aber ansonsten, ganz ehrlich, 2,5 von 10 möglichen Punkten als Horrorfilm, und das ist zu weiten Teilen der Kameraarbeit geschuldet, und 2 von 10 möglichen Punkten insgesamt gibt es von mir für Slenderman, der seit gestern in den deutschen Kinos läuft. Und damit bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.